Wunderbar, Christoph, dass wir dieses Phänomen der weißen Aluminiumsulfatausfällungen auch hier antreffen. Dabei haben wir schon vor Jahrzehnten das besucht, nachdem wir präzise Untersuchungen im Labor gemacht haben und das eigentlich vorausgesagt haben. Wir haben es nicht gefunden. Ja, der Grund, warum diese weißen Aluminiumsulfatausfällungen in der Natur so selten ist, liegt darin, dass sehr viele verschiedene Faktoren zusammenspielen müssen, damit es schlussendlich zur Ausfällung kommt. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir gehen den Bach entlang hoch an die Quelle des Bachs und schauen uns im Prinzip die verschiedenen Zutaten direkt an, die nötig sind, damit es hier unten schlussendlich zur Ausfällung von diesen weißen Aluminiumsulfat-Ausfällungen kommt. Jetzt zu hinterst im Val Lavirun an der Quelle des Bachs, der Oberlavirun, heißt, das Wasser ist jetzt nicht mehr weißlich gefärbt, sondern es ist völlig klar. Und wenn wir jetzt den pH-Wert messen mit dieser Elektrode, so sehen wir, dass der pH-Wert eigentlich sehr tief ist. Wir haben einen Wert von 4,4 gemessen, das ist tief, das heißt, das Wasser ist sauer. Üblicherweise hat Trinkwasser einen pH-Wert zwischen 6 und 8,5, das heißt, wir sind wirklich deutlich darunter. Und zusätzlich wissen wir aus chemischen Analysen, dass die Aluminiumkonzentration hier sehr hoch ist. Und dasselbe gilt für die Sulfatkonzentration. Um zu verstehen, warum der pH-Wert tief ist, müssen wir uns die Gesteine anschauen. Und der Grund liegt in einem einzigen Mineral, nämlich dem Mineral Pyrit. Pyrit ist ein Eisensulfid-Mineral. Hier habe ich ein schönes Anschauungsstück aus einer Sulfidmine mit schönen Pyritkristallen, wo die Pyrite sehr groß gewachsen sind, sehr schön idiomorph. In diesem Gestein hier sieht man die Kristalle nicht so gut, die sind sehr fein verteilt. Es gibt nur so einzelne Neste drin, aber wenn die in Kontakt mit Wasser treten, kommt es zur Produktion von Schwefelsäure durch die Oxidation von Pyrit, vom Eisen und vom Sulfid. Wenn die beiden oxidiert werden durch sauerstoffgesättigtes Wasser, wird eben Schwefelsäure produziert. Und diese Säure löst dann in einem zweiten Schritt das Aluminium aus dem restlichen Gestein heraus, sodass wir diese hohen Aluminiumkonzentrationen im Bach drin haben. Das Sulfat kommt direkt aus der Oxidation von Pyrit. Aber meistens ist ja diese Schwefelsäure nicht in hoher Konzentration vorhanden im Untergrund. Richtig, es fehlt nämlich noch einen Faktor, den wir noch erklären müssen. Und um den verstehen zu können, gehen wir jetzt zu dieser kleinen Grube, die wir vorhin vorbereitet haben. Und in dieser Grube sehen wir, dass wir eigentlich eine große Ansammlung von Wasser haben. Und das zeigt an, dass ab einer gewissen Tiefe haben wir hier eigentlich wassergesättigte Bedingungen. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Aquifer, einen kleinen Grundwasserleiter und dies, obwohl wir uns auf einer Höhe von ca. 2800 Meter über Meer befinden. Und der Grund, warum es hier einen kleinen Grundwasserleiter gibt, liegt zum einen in dieser relativ flachen Topografie hier und zum anderen im Vorhandensein vom Permafrost in diesem Gebiet hier oben. Und der Permafrost, das Eis, das schmilzt dann eigentlich sehr langsam, tropfweise, und diese Tropfen sammeln sich dann eben zu einem wassergesättigten Untergrund zusammen, und der Transport von Wasser in diesem Grundwasserleiter, der ist nun relativ langsam. Das heißt, es besteht viel Zeit für die Interaktion, für die Oxidation von Pyrit durch das Wasser, und diese Interaktionszeit ist genügend hoch, um eigentlich sehr viel Schwefelsäure zu produzieren, die dann zu dieser starken Lösung von Aluminium führt. Und die Schwefelsäure ist so hoch hier, dass bei einem pH von 4, dass wir eine Aluminiumkonzentration von bis zu 40 Milligramm pro Liter hier oben vorfinden können. Auf dem Weg nach unten ist der pH-Wert von unserem sauren Bach auf etwa 5 angestiegen. Der Zufluss hinter mir hat einen pH-Wert von gut über 6. Das heißt, beim Zusammenfluss kommt es zur Neutralisation des sauren Bachs.
Der pH-Wert steigt auf etwa 5,5 an, hier unten. Und dieser pH-Anstieg, diese Neutralisation, ist der letzte entscheidende Faktor für die Entstehung der Aluminiumsulfatpräzipitate. Und der Grund liegt darin, dass die Löslichkeit extrem stark pH-abhängig ist. Das heißt, bei dieser Neutralisation kommt es zur Übersättigung und zur anschließenden Ausfällung der Aluminiumsulfate. Ja, jetzt sind wir wieder am selben Ort wie heute Morgen und wir haben bei unserem kleinen Ausflug zur Quelle des Bachs gesehen, dass viele verschiedene Faktoren zusammenspielen müssen, damit es zur Bildung von diesen weißen Aluminiumsulfaten kommt. Erstens, es braucht prittführendes Gestein. Zweitens, wir benötigen langsam fließendes Wasser, damit wir viel Aluminium aus dem Gestein lösen können. Und viertens, muss es entlang vom Fließweg des Bachs zur Neutralisation kommen, sodass die Aluminiumsulfate dann schließlich ausfallen können. Ja, soweit so schön. Gibt es noch etwas Nützliches dazu zu berichten? Ja, tatsächlich. Von unseren chemischen Analysen her wissen wir, dass der Arsengehalt dieser weißen Präzipitate relativ hoch ist. Das heißt, das giftige Arsen, das zum Teil auch aus dem Gestein gelöst wird, fällt dann zusammen mit diesen Aluminiumsulfaten wieder aus dem Wasser aus, sodass das Wasser im Prinzip unbedenklich ist. Also man kann es tatsächlich eigentlich trinken. Und diesen Prozess sieht man auch durch die leichte Gelbfärbung, die gewisse Steine zeigen. Und diese Gelbfärbung stammt vom Eisen her, das dann eben auch, wie das Arsen, zusammen mit dem Aluminiumsulfaten aus dem Wasser ausgefällt wird. Ja, dieses wunderbare Beispiel zeigt uns, dass es manchmal einen Jäger braucht, damit wir Umweltwissenschaftler auf die richtige Fährte geführt werden. Und nachdem wir es vor einem Jahr publiziert haben, gab es dann über 20 Meldungen von Menschen, die es an anderen Orten im alpinen Bereich beobachtet haben. Und jetzt haben wir die Herausforderung zu überprüfen, ob dort vielleicht auch Permafrost bzw. der Verlust von Permafrost eine Schlüsselrolle spielt.